eine, die sich mit Lebensmittelskandalen bestens auskennt, ist Renate Künast von Bündnis 90 Die Grünen. Sie war selber mal Verbraucherministerin in Deutschland. Was muss sich denn aus Ihrer Sicht grundsätzlich ändern, damit solche Skandale EU-weit nicht mehr stattfinden? Also eine ganz klare Herkunftsbezeichnung, auch bei verarbeitetem Fleisch und anderen verarbeiteten Lebensmitteln. Ich will das Land wissen, ich will rückverfolgen können, ganz konkret, aus welchem Betrieb die Rohstoffe kommen. Nur wenn wir das breit absichern, haben nicht nur die großen Lebensmittelunternehmen, sondern auch die kleineren die Möglichkeit, solche Produzenten einfach auszulisten und sehr genau zu verfolgen, wo die Umetikettierung zum Beispiel stattgefunden hat. Es muss einfach Transparenz durch die gesamte Kette da sein. Und ich habe schon mal gesagt, man muss jede Täuschung öffentlich machen können, klar ansagen, wer getäuscht hat. So fängt es an. Nun kommt ja Billigfleisch vor allem deshalb in den Handel, weil es Käufer findet. Steht der Verbraucher nicht genauso in der Pflicht wie der Produzent oder der Kontrolleur? Ja, der Verbraucher steht auch in der Pflicht. Man kann sich ja schlichterdings nicht vorstellen, dass man für 1,29 wirklich hohe Qualität bekommt, wo tatsächlich auch gutes Fleisch produziert wird, obwohl man noch hoffen dürfte, dass das Fleisch drin ist, das da auch beschrieben ist. Aber trotzdem sage ich Ihnen, man kann nicht auf die Verbraucher allein setzen, sondern es muss durchgängig in dieser Verarbeitung sichergestellt sein, weil selbst Marken können an der Stelle betrogen werden, auch wenn sie in der Regel selber einen viel höheren Kontrollaufwand betreiben. Ist der Pferdefleischskandal nicht doch wieder ein Beispiel dafür, dass die Politik das Feuer löscht, ohne die Brandstifter zu bestrafen? Es gibt nicht die Politik, sondern ich sage Ihnen, dass wir zum Beispiel allein bei der Herkunftskennzeichnung vom verarbeiteten Fleisch seit vielen Jahren dran arbeiten. CDU, CSU und FDP waren immer dagegen. Vor 2 Jahren war Frau Aigner in Brüssel auch noch vehement dagegen. Sonst hätten wir solche Dinge längst durchgesetzt. Eins weiß ich aber auch. Wir müssen weiter darin kämpfen, dass Lebensmittelindustrie nicht immer wieder mit ihrem Lobbydruck sich durchsetzt. Lebensmittel sind das, was wir jeden Tag zu uns nehmen. Da wollen wir wirklich wissen, dass wir für unser Geld gute Ware bekommen. Und wir wollen gesunde Lebensmittel. Also die Frage ist ja auch immer noch bei Lebensmitteln, ob wir am Ende nicht mehr Zucker als gute Lebensmittel zu uns nehmen. Insgesamt ein sehr hoher Lobbydruck, bei dem nicht alle Politiker sich bisher zu wehren wissen. Vielen Dank, Renate Künast.